Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen Klassiker hier, und zwar den Essence-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in Santa's Sweetest Surprises reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist die günstigere Variante. Es wird noch einen hochpreisigeren geben, wo wahrscheinlich noch mal etwas geilere Sachen drin sind. Aber mal gucken, vielleicht lohnt der sich ja auch schon für dich, für mich, für uns. Und ja, nicht nur ich stelle ihn vor, sondern auch die wundervolle Nicole von Chiquitas Place. Schaut gerne bei ihr für eine zweite Meinung vorbei. Und ja, für 28,95 hoffe ich, dass wir hier eine solide Kiste bekommen. Sonst war der immer so 24,95, oder? Irre ich mich? War der nicht auch mal 19,95? Man weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall hier so ein Buch oder so. Genau. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, finde ich. Aber gut, das kann ganz süß aussehen, ne? Ist ähnlich wie letztes Jahr aufgebaut, aber nicht lang schnacken. Wir schauen jetzt rein, und solltest auch du Teil der Crew werden wollen, dann abonnier doch super gerne meinen Kanal und folgt mir sehr gerne auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Und ich glaube, ich mache das so, dass ich den Adventskalender vor mir hinlege. Das geht ein bisschen einfacher. Die Produkte werden dann auf Erwin und seinen seinen Lüttenhelfer gestellt. Oh, hier sind auch immer schöne Sprüche drin. Snowflake Falls, December Colds. Das ist ein Highlighter, und das ist ein recht kühler. Und der sieht sehr spiegelglanzmäßig aus und gar nicht so gold, wie der sonst immer so gerne ist. Hier haben wir drin 5,5 Gramm. Die Preise rechne ich immer so auf Grundlage von zum Beispiel Limited Editions euch aus, ne? Der sieht schon mal sehr, sehr vielversprechend aus, und ich möchte ihn swatchen. Also wir haben hier definitiv ein hübsches Schleifchen drin und so Sternchen und so. Das ist schon süß. Das ist schon süß. Will man gar nicht kaputt machen. Aber ich möchte mir diesen wunderschönen Highlighter mal mit euch zusammen angucken. Ich weiß nicht, ob das ein Overspray ist. Deswegen habe ich nochmal einen zweiten Finger genommen. Einmal ist das dieser Swatch. Könnte vielleicht sogar ein bisschen zu dunkel für mich sein. Und daneben swatche ich jetzt das zweite Mal. Ah, es geht von den Glitzerpartikeln und auch von der Farbe her eigentlich, ne? Da sieht man es eigentlich ganz gut immer so auf der Handinnenfläche, wie der so sparkelt. Der ist nicht zu intensiv, was ich persönlich jetzt eigentlich auch ganz gut finde, weil dieser Adventskalender ist jetzt nicht unbedingt nur für erwachsene Frauen gemacht, sondern halt auch für jüngere. Blättern wir uns weiter durch dieses niedliche Adventskalenderbuch. Und hier haben wir auch eine Originalgröße drin. Haben wir hier nur Full Sizes und keine Minis drin. Das wäre ja nice. Translucent Lip Balm mit 3 Gramm. Und auch hier wurde das Design von dem Adventskalender wieder aufgegriffen. Finde ich sehr, sehr hübsch. Also das scheint einfach ein transparenter Lippenbalsam zu sein. Oh ja, sehr transparent. Wow. Genau, also der ist halt wirklich komplett wie so eine... Ja, wie Eis sieht das aus. Das finde ich cool. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und hier bekommen wir, glaube ich, einen kleinen Pinsel. Soft Touch Eyeshadow Shader Brush. Ja, haben wir eigentlich auch jedes Jahr mit drin. Und das, oh, in einem richtig schönen Design. Das ist so milchig lila. Oh Gott, ist das schön, ne? Und damit kann man halt sehr schön Lidschatten auftragen. Ich würde diese Art von Pinsel verwenden, um mir zum Beispiel Liquid Eyeshadow aufzutragen oder um mein Glitter Glue zu verteilen. Sehr, sehr schön gemacht und fühlt sich richtig toll und angenehm an. Hier haben wir die Nummer 4. Natürlich sind hier auch Nagellacke drin. Wunderschön. Mini White Glitter Nail Polish Glitter. Okay, 5 ml sind hier drin. Und dann schauen wir mal, ob wir die Glitterpartikel entdecken können. Sehe ich jetzt auf Entfernung noch nicht. Aber doch, jetzt sehe ich so einen kleinen Violettschienen mit dabei. Das scheint so ganz minimal holographisch zu werden. Das ist natürlich cool. So ganz feiner Glitzer ist da mit drin. Schön. So ein Perlglanz wird das dann wahrscheinlich auf den Nägeln geben. Ah, am 5. Dezember haben wir ein Eyeliner-Tool mit drin enthalten. Sowas, ja, nee. Also, wie soll ich das sagen? Finde ich immer ein bisschen, muss nicht unbedingt hier drin sein. Klar, wenn du sagst, ich möchte unbedingt etwas für Schminkanfänger geben, das ist süß, dann kann man das irgendwie mit reinmachen, aber... Ey, jemand hat sich hingesetzt und diese Verpackung ausgearbeitet oder dieses Design. Da hätte man vielleicht irgendwas richtig Süßes anderes machen können. Sieht ja auch schön aus wie ein Mond, aber wer verwendet das? Am 6. Dezember haben wir PH Reacting Blush Stick drin mit Vitamin E. Das ist das Schönheitsvitamin. 5 Gramm sind hier drin enthalten. Gibt sowas nicht irgendwie auch im Standardsortiment? Das gab es auf jeden Fall mal irgendwie letztens in der Limited Edition, wenn ich mich richtig erinnere. Wow, ja, der sieht jetzt erstmal lila aus, wird auf meinen Wangen dann aber sehr wahrscheinlich sehr, sehr pink werden. Ne? Das ist immer so die kleine Geschichte damit. Deswegen wird er auch definitiv nicht bei mir bleiben, weil das ist nicht unbedingt meine Farbe. Okay, wir hören jetzt mal auf mit dieser ganzen Negativität.
Claudi, wir haben jetzt hier wirklich schon Highlighter, wir haben Blush, wir haben Nagellack, wir haben eigentlich auch echt coole Sachen drin. Und jetzt kommt wieder ein kleines Tool daher, was süß aussieht. Das ist ein Lip Scrub Pad, was ich, also ich habe, also eigentlich habe ich gegen solche Pads nicht wirklich was, ne? Damit kannst du auch ein Lippenpeeling machen, wenn man möchte. Kann ich sehr gut gebrauchen nach diesen Adventskalender-Unboxing-Marathons, ne? Dass ich dann halt immer meine Lippen peele, wenn ich halt so krasse Lippenstifte verwendet habe. Du kannst es aber auch zweckentfremden, um deine Pinsel zu reinigen. Nach den ganzen Judith Williams Adventskalendern habe ich halt zu diesen Tools ein etwas zwiegespaltenes Verhältnis. So, die Nummer 8. Die darf jetzt machen, dass es kracht. Hier haben wir ein Eyelighting Pen drin mit 2 Gramm. Von der Idee her auch sehr schön. Den kannst du auch sicherlich zweckentfremden als, hier Stick Highlighter oder so, ne? Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Für den Augeninnenwinkel zum Beispiel oder unter der Augenbraue ist der ganz gut geeignet und auf jeden Fall auch sehr, sehr süß gestaltet. In der Nummer 9 dürfen wir uns über ein Nageltool freuen. Und zwar sind das Perfect Nails Manicure Sticks. Das dürften Rosenholzstäbchen sein, die ich persönlich auch immer ganz gerne verwende. Also sei es halt, wenn ich Nagellack habe und mir dann so hier so reinfließt und ich den damit wegmache. Oder wenn ich meine Nagelfolien halt wechsle, ne? Dass ich damit halt die Nagelfolien lösen kann zusammen mit Öl oder so. Aber ja, also finde ich eigentlich gut. Das haben die auch im Standardsortiment, habe ich mir auch schon immer wieder nachgekauft. Da sind 5 Stück von drin. Wow, das ist echt ganz schön viel. Und so schauen die aus. Du hast halt hier auf dieser Seite so eine Spitze und auf der Seite hast du halt so eine abgeschrägte Seite. Das ist halt auch dafür da, um zum Beispiel deine Nagelhaut zurückzuschieben, wodurch dann die Maniküre besser hält. In der Nummer 10 darf es auch mit der Hand weitergehen. Und zwar haben wir hier ein Handcare Treatment mit Shea Butter und Vitamin E, 25 ml. Das wird einfach mal eine Handcreme sein. Und guckt euch mal an, wie süß die aussieht. Das finde ich wirklich hübsch. Also ja, ein bisschen crazy sieht dieses Lebkuchenmännchen aus, aber ich finde, das Design ist echt hübsch gewählt. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, enthält etwas für die Lippen und zwar den Shiny Lip Plumper mit 9 ml. Das sieht extrem hübsch aus, ne? Das scheint auch so Sparkles drin zu haben, also auch so kleine Glitzerpartikelchen. Und ich glaube, damit hat man auf jeden Fall seine Freunde, sofern man diese Lip Plumper mag. Ich bin da echt ein Fan von. Das hast du meistens halt so mit Menthol oder sowas. Das steht jetzt hier hinten nicht mit drauf. Einfach nur mit erfrischendem, aufpolsterndem Effekt. Also das wird dann kühlend wirken. Ja. Im Winter hätte ich das ganz gerne vielleicht sonst mit irgendwas Warmem gehabt, wobei viele nicht dieses Warme auf den Lippen mögen eigentlich, ne? Zur Halbzeit gibt uns der Adventskalender ein Scrunchie, also diese kleinen Paketchen hier, ne? Die sind schon echt knuffig. Und ich verwende eigentlich auch ganz gerne Scrunchies. Vor allem nachts ist es immer eine etwas angenehmere Sache für meine Haare. Hatten wir den nicht letztes Jahr in Weiß oder in so einem, ja, wie soll ich das sagen, Eierschalenton drin, ne? Das hier ist jetzt so ein Altrosa, finde ich aber auch sehr hübsch. Ich weiß nicht, ob ich mir damit einen Dutt machen könnte. Ich glaube eher weniger. Das ist halt eher so zu Deko oben dran. Ja, die erste Halbzeit steht jetzt hinter mir. Erfahrungsgemäß haben wir relativ viele Füllprodukte, aber ich finde, dieses Jahr haben die den Adventskalender sehr abwechslungsreich gestaltet. Mir persönlich gefällt er auf jeden Fall besser als die letzten Jahre. Wir haben weniger Füllprodukte, weniger Nervprodukte, weniger krass viele Lippenprodukte, weniger krass viele Nagelprodukte. Also eigentlich gefällt mir der Mix. Mal gucken, wie es jetzt in der zweiten Halbzeit weitergeht, aber eigentlich ist er gut gestartet, oder? Auch wenn ich ein bisschen genölt habe, aber das gehört dazu. Man muss kritisch bleiben. Am 13. Dezember haben wir, ja, wirklich ein Klassiker drin, den Mini Red Nail Polish hier mit auch 5 ml, auch extra im Adventskalender-Design. Wobei, das ist für mich jetzt kein klassisches Rot-Rot, denn das ist eher so ein pinkstichiges Rot, ne? Mag ich aber gerne leiden. Ich glaube, da haben viele ihre Freude mit, weil sowas erwartet man halt auch in diesem Adventskalender. Kann man bestimmt auch voll schön in Kombination mit dem anderen, den wir haben, verwenden, so, ne? Kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja, ich glaube, das wird was. Auch am 14. Dezember haben wir einen Pinsel drin, und zwar den Soft Touch Eyebrow Spoolie Brush. Ach, guck mal, das wird dann so ein doppelseitiger sein. Oh, sowas mag ich ja immer richtig gerne. Den haben sie ein bisschen zusammengefaltet. Ach so, nee, das ist kein doppelseitiger, das ist ein einseitiger. Einfach nur ein Spoolie. Verwende ich aber ständig. Den verwende ich wirklich, um meine Augenbrauen durchzukämmen, aber auch um so Glitzer-Fallout hier unten wegzumachen. Glitzer hier, der mir auf die matten Farben gekommen ist, wegzumachen. Manchmal auch einfach, um irgendwelche in die faltengerutschte Foundation zu korrigieren. Also Spoolies sind bei mir ständig in Einsatz. Oh, am 15. Dezember haben wir einen Kajalstift drin, den Precise Kajal Pencil mit 1 Gramm. Aber er ist nicht klassisch schwarz, sondern er ist braun. Das finde ich auch mal schön. Und ich weiß nicht, vielleicht ist er sogar so ein bisschen braun schimmernd. Müssen wir mal gucken. Das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr hübsch.
Ja, der hat auch Schimmer mit drin. Und das kannst du auch für einen Augenlook super verwenden, in Kombination sowohl mit diesem hier Stick, ne, mit dem Stift, den man da Entschuldigung, für den Augeninnenwinkel verwenden kann, aber auch mit dem Highlighter, dass man sich den so aufs komplette Lid gibt. Ich glaube, das sieht echt schön aus. Das darf nicht fehlen. Nein, am 16. Dezember haben wir natürlich eine Upsala, das traut sich gar nicht hier. Nagelsticker drin enthalten. Das sind so, ja, metallische, die so schimmern. Bei mir halten die leider nicht auf den Nägeln, weil ihr seht es ja, ich habe relativ runde Nägel. Da hält es nicht. Das beugt sich so nach oben oder wölbt sich so nach oben. Das sieht dann ganz komisch aus. Aber süße Formen sind das tatsächlich. Wir haben hier Glöckchen, Hello Winter, Herzchen, Sternchen, Geschenke. Das ist hübsch. Oh, am 17. Dezember, eine Woche vor Heiligabend, erwartet uns ein Lipstick-Crayon und in einer sehr schönen Farbe. Das ist 1,2 Gramm und das ist so ein brauner Newton, der so sehr, sehr warm aussieht, aber halt auch recht hell. Das mag ich. Kann man auch anspitzen. Wir haben ja sicherlich einen Anspitzer drin, oder? Komm, Leute. Ich weiß noch nicht wo, aber bestimmt haben wir einen. Wir haben ja schon zwei Stifte zum Anspitzen hier drin. Aber es sieht nach einer sehr schönen Farbe aus, muss ich wirklich sagen. Oh, die sind so gut. Wir haben jetzt, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, den 18. Dezember. Shooting Star Hydrogel Eye Patches. Wake-up-Effekt mit Vitamin E, Hyaluronsäure und es sind halt einfach solche Sternschnuppen. Oh mein Gott, ist das hübsch. Und die Essence Eye Patches kann ich sehr, sehr, sehr gut leiden. Also das sind ganz, ganz tolle Augenpatches, die halten gut, die machen einen schönen Effekt, die geben Feuchtigkeit, ne? Echt cool. Da gibt es ja auch so Pöttchen von, aber das sind, glaube ich, andere Wirkstoffe, die habe ich auch schon mehrfach aufgebraucht. Cool. Was ist das denn? Am 19. Dezember haben wir, ach so, ein Concealer-Sponge-Duo. Aha. Ich hatte erst Concealer nur gelesen, dachte mir, die haben jetzt nicht wirklich hier einen Concealer reingepackt. Wobei, wenn man sowas in irgendwelchen universellen Farben macht, wie willst du einen Concealer individuell machen? So als Color Corrector Tarn oder so? Okay, da sind zwei Sponges drin. Oh Gott, sind die süß. Die sind einfach geschrumpft. Ja, so sehen die aus. Das ist ja wohl mal ultra niedlich. Das sind so bauchige, ne? Also die halt quasi einen Kopf und einen Bauch mehr oder weniger haben. Das ist schon niedlich. Ich verwende sowas nicht, weil ich mir halt wirklich, ich nehme halt einen großen Schwamm, weil ich ja auch meine Foundation damit einarbeite. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du ein junges Mädchen bist und halt wirklich keine Foundation brauchst, weil du halt einfach eine perfekte Haut hast und nur ein bisschen Concealer verwenden möchtest, kommen die voll gut. Ein Mono-Eyeshadow darf nicht fehlen. Am 20. Dezember, herzlich willkommen im 20er-Bereich, haben wir den Silky Eyeshadow Topper mit 1,5 Gramm drin. Und das wird ein Produkt sein, der kein eigenes, großartig, krasses Pigment hat, sondern halt diesen Sparkle gibt. Und den kannst du halt auch in Kombination mit dem Kajal verwenden, den du so ein bisschen mit dem Lidschattenpinsel so aussmokst, quasi ein bisschen, ne? Da macht man sich das so ein bisschen aufs bewegliche Lid, tupft sich das so drauf, nimmt dann diesen anderen Pinsel für den Innenwinkel und wenn man es intensivieren möchte, vielleicht noch mit dem Highlighter zusammen irgendwie das Ganze wirken lassen. Deswegen, also das passt schon vom Look her. Ich persönlich bin halt einfach nur kein Fan von Mono-Lidschatten, weil ich habe halt eine krasse Sammlung. Also ich kann euch mal das Video dazu in der Infobox hier oben verlinken. Aber es ist schön, dass es mit drin ist. Ach, guck mal, in der 21 haben wir einen Pinsel, den wir auch noch mit dazu verwenden könnten. Und zwar den Eyeshadow Blender Brush. Das ist einmal hier diese Umverpackung und den hole ich euch auch mal hier raus. Schön, dann hat man echt so ein kleines Dreier-Pinsel-Set im Prinzip im Adventskalender, ne? Das mag ich. Das sind halt auch exakt die drei Pinsel, die ich immer, immer, immer verwende. So schaut der Pinsel aus. Es ist halt einfach so ein ganz normaler Blender, der hier auch ein bisschen zusammengedrückt ist, ne? Also, dass man hier so ein bisschen breiter und hier ein bisschen präziser mitarbeiten kann. Das ist richtig schön. Am 22. Dezember haben wir auch einen richtig schönen Nagellack drin. Und das finde ich auch toll, wenn wir hier klar ein klassisches Rot, aber die anderen Farben halt eher besonders mit dabei haben. Das ist ein Mini Iridescent Nail Top Coat mit 5 Millilitern. Den kannst du halt über andere Farben drüber toppen, damit sie dieses leicht irisierte Finish bekommen. Das wird nicht super intensiv lila aussehen, so wie das hier jetzt aussieht, sondern eher so einen Hauch von auf den Nagel geben. Das kannst du dir über einen weißen Lack zum Beispiel machen oder halt auch wirklich über einen pinken Lack oder sowas oder über einen goldenen Lack. Ich glaube, das sieht richtig toll aus. Ja, ich sag's doch immer wieder. Vielen Dank, Essence. Ihr guckt wirklich unsere Videos und hört uns zu. Yay! Am 23. Dezember, einen Tag vor Heiligabend, haben wir den Hydrating Face Primer for an Even Complexion drin. Also für einen ebenmäßigen Teint mit 20 Millilitern. Ja, Leute, das ist etwas, was ungefähr jeder gebrauchen kann. Das ist so ein Allrounder-Produkt, was jetzt nicht irgendwie darauf abgestimmt ist, welchen Hautton oder Hauttypen man hat, ne? Das ist richtig, richtig toll. Süßes Design, gute Größe, das gehört genauso in einen Adventskalender rein.
Und ich hoffe wirklich von Herzen, dass jetzt in der 24 auch nochmal ein Klopper drin ist. Und zwar eine Mascara. Wie geil wäre das bitte? Leider nein. Aber, wenn ihr die Verpackung seht, dann denkt ihr vielleicht auch genauso wie ich an irgendeine vertraute Dame, die auch eine Make-up-Linie hat, gegebenenfalls, mit sehr, sehr teuren Produkten. 4 ml von einem Lip Tint haben wir hier nämlich drin. Allein dieser Stern hier vorne drauf. Okay, es ist großartig. Ja, das ist ein Produkt, was man, also das ist wirklich auch eher pinkstichig, ne? Was man sich schön auf die Lippen geben kann, und Lip Tints sind gerade so beliebt. Ja, und das hält halt. Das ist, du spürst es nicht, man sieht es den ganzen Tag über und das hält und hält und hält. Das finde ich auch ganz, ganz toll. Eine Mascara wäre mir lieber gewesen, aber auch dieses Produkt ist ein wirkliches Highlight. Und ich finde, der Adventskalender ist echt gelungen. Also wir haben sehr viele Tools hier drin. Ja, das eine oder andere hätten die sich wirklich sparen können. Aber dann hätten die nicht noch eine zweite Version mit 4 € mehr rausbringen können. Ne? Sehr, sehr ausgeklügeltes System von den lieben Leuten da. Aber ich finde, dass es ein schöner Adventskalender ist, den man sich selber kauft oder auch den man verschenken kann. Weil das Preis-Leistungs-Verhältnis, das passt halt einfach bei diesem Adventskalender. Wir haben hier nicht zu viel von einer Sorte mit dabei. Wir haben ein ausgewogenes Verhältnis, ein paar fancy Sachen, aber auch einige basic Sachen. Ich glaube, der macht Spaß. Und also mir macht er auf jeden Fall Spaß. Ich finde es richtig, richtig cool, muss ich sagen. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Wir können uns gerne darüber mal austauschen. Aber Essence hat es dieses Jahr ganz gut gemacht, ne? Wenn jetzt in dem anderen Adventskalender noch eine Mascara und eine Lidschattenpalette anstelle von zwei, keine Ahnung, von den Nagelstickern und dem Lip-Peeling-Gedönsen haben, dann feiere ich eine innere Party, das sage ich euch. Ihr Lieben, das wäre es ja schon wieder von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.